Und zwar machen wir das in wirklich der Reihenfolge, wo es hier steht, mal. Wir untersuchen erst die Leiche, reden mit der Stadtwache. Die steht ja bei der toten Priesterin. Also Finna hier. Dann reden wir mit Letere, die Anklägerin. Und dann mit Baeta, die potenzielle Schuldige. Tja, und da sind meine 6 Bogenschützinnen. Mehr haben wir nicht mehr von unserer Eskorte von damals. Und ja, die Zauber und die Runen können wir dann bei Uldis wieder verkaufen. Uldis macht uns da nämlich die besten Preise fürs Verkaufen und wir scheinen ja ein bisschen mehr Gold hier zu brauchen, weil wir uns teilweise Runen kaufen müssen. Nicht nur Runen, auch so ein Schnitzermesser und so Zeug. So, Leiche der Priesterin. Auf dem Boden liegt der regungslose Körper von Edale, der Hohen Priesterin. Sie scheint die Felswand hinabgestürzt zu sein. Ihre Priesterrobe ist zerrissen und aus einigen kleinen regelmäßigen Schnittwunden rund um den Hals floss Blut, das nun zu Eis gefroren ist. Ja, mehr gibt's da nicht. Kleine regelmäßige Schnittwunden rund um den Hals. Interessant. Grüße, Fenair. Ihr kennt meinen Namen? Ich weiß von Aidales Tod. Eileen schickt mich, um herauszufinden, was hier geschah. Dann schickt Eileen also einen Fremden. Wie es scheint, traut sie keinem von uns. Wie kann ich euch helfen? Gut. Erzählt mir, was sich zugetragen hat. Mir wurde befohlen, Baeta und die Hohe Priesterin bei einem Ritual zu schützen. Ich glaube, es ging darum, einen entweihten Ort zu reinigen. Wir gingen also auf den Ostberg. Letere kam mit uns. Aidale scholt Baeta wegen irgendeines Kelches. Da hörte ich Schritte oberhalb des Weges. Ich ging hinauf, um nachzusehen, fand aber nichts. Als ich zurückkehrte, standen Letere und Baeta an der Klippe und die Hohe Priesterin lag tot im Tal. Letere entsandte mich in die Stadt, um die Wachen zu holen. Ich hörte noch, wie sie Baeta beschuldigte, Aidale in den Abgrund gestoßen zu haben. Okay, das ist seine Version der Geschichte. Erzählt mir etwas über Baeta. Baeta ist eine Novizin in Arins Orden. Sie ist ein gutes Wesen. Niemandem würde sie etwas zuleide tun. Sie hat Aidale nicht getötet. Das kann einfach nicht sein. Okay, was weißt du über Letere? Erzählt mir etwas über Letere. Letere ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Aidale. Oder besser gesagt, aus dem gleichen Eis. Aidale war eine schwierige Frau. Ja, das haben wir schon gesehen. Sie ist eine gebieterische Frau, aber sie arbeitet hart. Ich glaube, sie wäre gern die Hohe Priesterin. Ja, dass Aidale schwierig ist, das haben wir schon gemerkt, als wir mit ihr geredet haben.
Ja. Man kann es niemandem übel nehmen, aber trotzdem böse. Sagt mal was über euch. Erzählt mir etwas über euch. Ich bin Wachmann. Aber wie kommt ihr hierher? Ich war Begleiter eines Botschafters der Utraner. Wir kamen hier herauf, als die Frostmarschen noch offen waren. Ich war gebannt von den Elfen, ihrem Wissen und ihrer Ergebenheit. Mein Herr erlaubte mir zu bleiben und schließlich willigten auch die Elfen ein. Seither diene ich bei den Wachen unter Aelins Befehl. Sie schätzen meine Dienste, weil ich schwere Rüstungen tragen kann. Und diese gepanzerten Fäuste haben schon manches Eisen aus dem Feuer geholt, das ihnen zu heiß war. Okay, gepanzerte Fäuste. Wen haltet ihr für die Schuldige? Ich würde Lythere verdächtigen. Sie wollte schon immer Hohepriesterin werden. Und Baeta würde so etwas nie tun. Okay, da hätten wir ein Motiv von seiner Richtung. Danke. Vielleicht komme ich später zurück. Gut, zwei Sachen haben wir gemacht. Die Leiche untersucht und mit Fern hier gesprochen. Ja, jetzt müssen wir noch Lythere und Baeta befragen. Fragen wir erst Lythere. Dafür müssen wir halt nur den ganzen Weg wieder zurücklaufen in die Stadt. Also ja, kleine Schnittwunden am Hals. Was verursacht kleine Schnittwunden am Hals? Ein Schwert schon mal nicht, das trennt den halben Hals auf. Ein Dolch vielleicht. Eher. Mal gucken, was die Version der anderen beiden sind. Was wollt ihr, Mensch? Euch einige Fragen stellen. Dann schickt euch Aelin. Ich habe die Mörderin doch bereits genannt. Was soll das alles? Erzählt mir, was sich zugetragen hat. Närrisches Spiel. Nun gut, Aedale ging mit uns zum Ostberg, um das Ritual der Reinigung durchzuführen, da die meisten Bestien jetzt vertrieben sind. Dank mir. Es waren Aedale, ich, die Novizin Baeta und dieser grobschlächtige Fenair, der uns schützen sollte. Als wir diesen Felskamm erreicht hatten, trennten wir uns. Die ungeschickte Novizin hatte den Elendkelch vergessen und wurde in die Stadt zurückgeschickt. Fenair ging irgendeinem Geräusch nach. Ich brach auf, um Schneeblüten für das Ritual zu suchen. Eine geraume Zeit war ich wohl weg. Als ich wiederkam, stand Novizin Baeta allein an der Klippe. Und die hohe Priesterin Aedale lag tot im Tal. Fenair kam erst in diesem Augenblick wieder zurück. Ich entsandte ihn sofort in die Stadt, um die Wachen zu holen. Woher wollt ihr denn wissen, dass Baeta sie ins Tal gestoßen hat? Die hohe Priesterin konnte hart sein wie Eis. Und Baeta hat nicht selten Tränen vergossen. Sie hasste Aedale, das kann ich euch sagen. Okay. Erzählt mir von Fenair. Erzählt mir etwas über Fenair. Was gibt es über ihn zu sagen? Er ist ein Mensch. Aber ich denke, als Wache ist er durchaus nützlich. Wie nett. Erzählt mal was über Baeta. Erzählt mir etwas über Baeta. Ein unscheinbares Licht. Sie könnte vielleicht schon Priesterin sein, wäre sie nicht so gefangen in ihren Gefühlen.
Erzählt mir etwas über euch? Erzählt mir etwas über euch. So langsam werde ich ungeduldig. Aber gut. Ich bin eine Priesterin Arends, Bewahrerin dieser Stätte und des Heiligen Bundes mit dem Frostweber. Ich stehe ganz im Dienste der Gemeinschaft, wie alle anderen hier. Okay, danke, Lebwohl. Danke. Lebt wohl. Auf mein Zeichen. Okay. Mir nach. Jetzt wissen wir schon mal, nach ihrer Aussage war bei Eta zurück auf dem Weg in die Stadt, um den Kelch zu holen. Und ja, von hier oben aus, wo sie runtergestürzt ist, Flop, bis in die Stadt zurück. Ah, das dauert eine Weile. Ich war es nicht. Das müsst ihr mir glauben. Beruhigt euch. Ich bin nur hier, um euch zu befragen. Das sieht etwas komisch aus. Wer steht denn da? Die Rune ruft. Ach, die Hexe, okay. Wird sofort ausgeführt. Habt ihr noch weitere Fragen? Ja. Erzählt mir, was sich zugetragen hat. Aedale, ich meine, die hohe Priesterin Aedale, wies mich an, die Dinge zu tragen, die sie für ein rituelles Gebet vorbereitet hatte. Gemeinsam mit Litere, die ihr bei diesem Ritus zur Hand gehen sollte, und Fenahir, gingen wir an diese Stelle über der Klippe. Ich weiß noch, wie Fenahir fortging, um ein Geräusch zu erkunden. Als ich der hohen Priesterin die Artefakte gab, merkte sie, dass ich den Elenkelch vergessen hatte. Sie war, wie so oft, sehr verärgert und schickte mich fort, den Kelch zu holen. Ich lief so schnell ich konnte ins Dorf, aber als ich zurückkam, war keiner mehr da. Ich ging vor bis zur Klippe und da lag sie, tot. Ich fand sie so, wie sie jetzt liegt, das müsst ihr mir glauben. Dann war plötzlich Litere wieder da und beschuldigte mich. Fenahir kehrte zurück und Litere schickte ihn zu den anderen Wachen. Ich war so verwirrt. Das ist alles, was ich weiß. Bitte, ihr müsst mir glauben, das ist die Wahrheit. Okay, erzählt mir was von Fenahir. Erzählt mir etwas über Fenahir. Oh, er ist ein guter Kerl. Einer von den wenigen Menschen, die hier oben geduldet werden. Er hat sich uns freiwillig angeschlossen. Er dient bei den Wachen. Ich war froh, dass er mit uns ging. Wer weiß, was hier noch so alles rumschleicht. Erzählt mir etwas über Litere. Litere ist sehr entschlossen. Ich mag sie nicht. Sie macht mir Angst. Sie hat hart gearbeitet, um zu Edales rechter Hand zu werden. Und lässt uns andere nicht minder zu Werke gehen. Okay. Erzählt mir etwas über euch. Über mich? Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich versuche nur, Aren und meinen Schwestern so gut zu dienen, wie ich es vermag. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Ich habe keine Fragen mehr. Hab Dank. Okay, wir sind kein Deutsch schlauer. Was die Geschichte angeht. Wenn man aber so drüber nachdenkt, es gibt drei mögliche Verdächtige. Weil nur weil Fenahir vorgegangen ist, sich nach einem Geräusch zu erkundigen, was nicht da war, heißt das nicht, dass er aus dem Schneider ist. Gut, wir speichern hier sicherheitshalber mal. Habt ihr herausgefunden, wer Aedale ermordet hat? Ich bin hier, um euch... Fragt, was ihr wissen... Erzählt mir von den Verdächtigen. Die Verdächtigen sind Litere und Baeta. Beide gehören zum Orden Arends. Die junge Baeta ist eine Novizin, während Litere bereits den Rang einer erfahrenen Priesterin bekleidet. Wen haltet ihr für schuldig? Ich weiß es wirklich nicht. Litere beschuldigt Baeta und das Wort einer Priesterin hat Macht wie ein Gesetz.
Aber ich kann es kaum glauben, dass eine meiner Schwestern so etwas tun würde. Vor allem nicht die kleine Baeta. Aber Aedale und Baeta haben sich nie gut verstanden. Aedale hat ihr sogar den Umgang mit Fenair verboten. Das könnte halt der Auslöser sein. Aber nicht unbedingt für Baeta. Was genau ist vorgefallen? Aedale wollte das Land der Ostberge wieder Arin weihen, nachdem es von den aufgescheuchten Kreaturen verunreinigt worden war. Sie nahm ihre rechte Hand Litere und ihre persönliche Novizin Baeta mit auf den Berg, um das Reinigungsritual zu vollziehen. Ich gab ihnen die Wache Fenair mit, da der Osten immer noch nicht sicher ist. Außerdem denkt der arme Kerl sowieso ständig nur an Baeta, also schien er mir geeignet. Es verging nicht viel Zeit, da kehrte Fenair zurück. Er berichtete, dass Aedale in den Abgrund gestürzt sei. Mehr wissen wir nicht.